Wee. It's your bracelet. Yeah, it's okay, I don't care. Moin zusammen, das ist der zweite Tag hier in Ubud und wir sitzen jetzt gerade beim Frühstück und sitzen gerade auf der Terrasse und mit diesem Ausblick schmeckt das Essen noch gleich viel besser. Will man morgens eine Dusche nehmen und dann entdeckt man, what are your thoughts about the monkey forest? A little bit nervous. Ein kleines bisschen. Hab viel zu viel gelesen bei Google. Nicht bei Google lesen, ist am besten. Yeah, what he said. Marvin has been like trembling all morning in nerves about these monkeys. Let's see if they attack. Oh no! Wir machen uns auf den Weg zum Monkey Forest in Ubud. Wir sind sehr gespannt. Wie schon eben gesagt, haben schon viel drüber gelesen, viele Horrorgeschichten. Aber wir lassen uns jetzt gerne eines Besseren belehren. It's okay, I don't care. Yeah, Hello Kitty. He's groovy! He's groovy, you Michael! Wir machen uns jetzt auf den Weg zu den Reisfeldern von Ubud. Wir haben extra gewartet, bis die Sonne am Untergehen ist. Soll man dann am schönsten, den schönsten Ausblick haben.
und schauen wir mal. Wir laufen jetzt den Kampuan Ridgeway, glaube ich. Ist ein anderer Reisfeldweg. Schauen wir mal. Hinter mir, ob man das erkennt, ist ein riesen Tempel. Riecht geil aus. Und ja, jetzt laufen wir hier den Berg hoch zu den Reisfeldern und schauen uns die mal an. Euch mal diesen geilen Ausblick hier an, den man hier hat. Man ist zwar übelst am Ölen, wirklich, dass man wirklich schon, kennt man jetzt nicht auf der Kamera, dass man das Wasser laufen sehen, beziehungsweise den Schweiß, aber es lohnt sich auf jeden Fall.